Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Was? Wo denn? Wo denn? Ich hab voll die Panik! Mach das so ein Scheiß! Okay. Ich weiß wo. Out! Na, ihr steckt los, bevor da was geht. Wir spielen wieder Deep Space. Ich freue mich auch ehrlich gesagt ein bisschen drauf. Weil letztes Mal habe ich die Folge angeschaut und mir ist was aufgefallen. Ich habe nicht aufgepasst wirklich, was die gesagt haben vorher. Weil die haben gesagt, wir sollen ja diese solchen Dinger befreien und bla. Und ich weiß jetzt, wo ich die Folge angeschaut habe, was ich tun muss. Ich muss... Isaac, mach uns wieder ganz. Okay. Ich muss die hier alle töten. Weil die vergiften uns alles. Die machen den Raum halt schimmelig und alles gegiftet und bla und nein, bitte nicht. Oh Gott. Keine Muni. Fuck you. Lass die Leiche in Ruhe. Alter, hat's den weggefetzt. Den habe ich zum Mond geschossen, ey. Es leuchtet dann so gut. Also die hier müssen wir töten. Das ist die Aufgabe. Und wir müssen da alle Räume säubern. Und ja, wir müssen jetzt wieder raus. Wir haben den Raum gesäubert. Ein Viech in die Luft gespielt. Meine Katze ist wieder auf meiner Schulter. Hat man auch schon lange nicht mehr. Und ja. Eigentlich, wie gesagt, freue ich mich richtig zu zocken. Ist jetzt nach oben oder nach unten? Nach unten, ne? Okay. Fahren wir runter. Wir folgen dem Weg. Sag mir bitte... Nicht das Monster wieder. Da waren genug. Ich will nicht mehr. Aber jetzt müsste ich alle Räume gesäubert haben, weil letztes Mal haben wir echt viel geschafft, unbewusst. Weil ich habe das ja unbewusst richtig gemacht und ja. Eigentlich erstaunlich. Und eigentlich müssten wir fast... Wow! 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 Unbewusst. Die Arschlöcher. Ja. Alter, ich will jetzt zu ihr verjagen. Ah, jetzt müssen wir, glaube ich, eh wieder zurück. Oh nein, nicht der Scheiß. Oh Gott. Schnell. Ich glaube, es hat gespritzt. Weg hier! Okay, ich glaube, wir haben wirklich alles erledigt. Jetzt müssen wir die Konsole anmachen und die ganze Luft säubern und so weiter. Oh. Da. Seht ihr? Wir müssen die Räume säubern. Und rechts haben wir noch nicht alles gesäubert. Jetzt müssen wir natürlich die andere Seite säubern. Yay. Erstmal safe. Aber hey, Natur ist doch was Tolles. Das ist etwas was Spaß. So. Ah ja, stimmt, das haben wir auch gefunden. Alter, jede Menge Laserkanonen, Munition.
Brauche ich aber gar nicht so viel. Voll unnütz. Die. Und ich bräuchte mal, glaube ich, was zum Heilen. Ich habe ziemlich Schaden genommen. Die letzten Folgen. Oh, ein Lock. Bericht aus dem Chemielabor von Professor. Ihr könnt euch das selber durchlesen. Ich werde euch das jetzt nicht vorlesen, weil es viel zu lang ist, aber mich interessiert es jetzt mal. Weil das hat ja auch mit der Story zu tun. Und wenn euch das auch interessiert, dann lest es euch einfach selber durch. Ich habe eh jeden Bericht aufgenommen bisher, glaube ich. Und ja, einfach durchlesen, Pause drücken, fertig. Okay. 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 Ich kann ja mal zusammen... Ach, nö. Alter, was? Wieso kriegt er keinen Schaden? Muss ich dieses Teil da abschneiden? Ja, muss ich. Ja, das hättet ihr mir sagen können, ey. Wir rechnen damit. Ich war gerade voll am Reden. Was wollte ich jetzt sagen? Das ist mir auch oft aufgefallen. Ich will immer was sagen, dann werde ich abgelenkt, werde zu konzentriert und sag dann überhaupt nicht mehr das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich verpeile das dann irgendwie voll. Das tut mir auch voll leid. Aber ich verpeile es immer und ich wollte glaube ich gerade den umbringen. Das war cool. Sowas war cool. Ihr habt echt ein Timing immer, ey. Immer wenn ich gerade nachdenken will. Was habe ich jetzt noch sagen wollen? Scheiße, ich hab's verpeilt. Fuck. Ah. Halt die Schnauze da oben, der da so flüstert. Werkzeug. Nur Werkzeug? Okay. Wenn es mir wieder einfällt, werde ich darüber weiterreden, aber ich habe es jetzt echt voll verplant. Das hat mich jetzt so geflasht, sage ich mal. Und ja, sorry. Scheiße. Aber hey, wir haben den ganzen Lauenzug fast aufgemorscht. Aber einen Energieknoten werde ich jetzt nicht benutzen, weil da vorne können wir einen Energieknoten einsetzen. Genau ein bisschen. Das werde ich auch tun. Genau so. Ja, natürlich. Sesam, öffne dich. Munition. Alter, jede Menge Munition. Credits. Jede Menge Zeug. Auch irgendwelche... Peter? Oh mein Gott. Er ist es. Er ist back! Oh mein Gott, der Hero! Mit dem bin ich die ganze Anfangsfolge durchgegangen. Boah, Alter, den nehme ich mit. Peter, du wirst mitkommen. Peter! Wo bist du? Hör auf! Schon wieder! Ja, genau, back dich nach oben. Explodieren die rechts jetzt wieder? Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Was? Ich mag Anomalien nicht. Okay. Das sieht so schön aus. Gott, nein. Peter! Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Was? Wo denn?
Mann, ich hab voll die Panik. Mach das so einen Scheiß. Okay. Ich weiß wo. Autsch. Ach du Scheiße. Oh Gott. Fick dich. Verdammt nochmal. Ich hab kein OP dafür! War das gut? Das war gut! Ah nein! Komm, fick dich da! Ja! Ja, Stealth Power spielt wieder Raiders. Immer wenn ich irgendwie Dead Space aufnehme, startet der Raiders. Ist mir schon mal aufgefallen. Alter, Energieknoten. Danke, guck. Danke. Boah, Alter, das ist fett schwer und hässlich. Die Munition. Und jetzt müssen wir wieder die ganzen Räume säubern. Waren es 4? Ich habe nicht gezählt. Ich glaube, es waren 4. Ich glaube, 4 Räume müssen wir säubern. Alter, ich bin voll im Arsch. Habe ich nicht irgendwie... Doch, ich habe was zum Heim bekommen. Das ist nice. Das ist super. Okay, dann säubern wir den Raum mal. Oh, cool. Da war was zum Heilen und Munition oder... Nix da. Blödes Viech aus der Kiste. Okay. Hier drin ist nichts. Okay. Ah, aber hier. Hi. Nummer 1. Und jetzt kommen, glaube ich, wieder Monster, weil wir ja seinen giftigen Kumpel... Oh. Hier liegt so viel Munition aus dem rum. Ist richtig nice. Und Leben. Leben ist sowieso gut, weil ich war echt die ganze Zeit ohne Leben unterwegs. Okay. Die Geräusche sind so schön. Nährstoffhass wird ersetzt. Da unten komme ich an dich ran. Muss ich vielleicht? Das kann sein. Nährstoffhass wird ersetzt. Nein, langsam, 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 langsam. Ich muss einmal rumlaufen. Okay, okay. Ja! Ja, perfekt. Schön! Also der war gut versteckt. Der war nicht schlecht versteckt, das gebe ich zu. So, jetzt müssen wir oben wieder alles clearen. Gehen wir erstmal auf... Gehen wir 3. Letztes Mal, wo ich auf 3 gegangen bin, sind da nur Sachen gelegen. Und vielleicht liegen ja wieder nur Sachen. Muss natürlich nicht sein, aber... Mascha. Ah! Bingo Bongo! Wen haben wir denn da? So, mein Freund. Gute Nacht. Das war Nummer 3. Da fehlt nur ein einziger. Aber diesmal liegen hier dafür keine Sachen. Egal. Das war Nummer 3. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Er ist links. Okay. Dann werde ich mich mal... Logbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Es war ein Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Das war jetzt so kacke. Ich habe jetzt selber in die Luft gesprengt, weil ich das öfter war. Alter, hab ich mich jetzt verjagt. Egal.
Wir gehen den letzten töten. Here we go. Oh, ein Energieknochen. Nehme ich gerne an mich. Jetzt haben wir drei wieder. Zwei wieder. Einen mussten wir in die Tür einsetzen und da haben wir keinen wieder bekommen. Aber nicht von der. Hello. Geld! Geld! Ich wollte doch nur ein bisschen Money! Ach komm schon! Komm schon! Komm schon! Ah! Nein! Bitte nicht! Ich wusste es! Ich bin tot! Alter, ist das Ziel scheiße und ich wollte doch nur ein bisschen Geld! Das ist gemein! Hi! Diesmal bin ich bereit! Okay, okay. Ich glaube, ich habe einmal getroffen. Fuck you! Ja! Yes! Alter, das Ziel ist ja mal voll bescheuert. Ich kann hier gar nicht laufen, so eklig ist der Boden. Warum gehe ich eigentlich wieder zurück? Da war eh nichts außer das Geld, was ich aufgehoben habe. Geld. Mögt ihr auch so gerne Geld? Nehmt das auf und ihr werdet reingehen. Gut. Haben wir das auch. Oh, wie geil. Hier spricht Temple. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Charmant. Okay, hier wird wieder die Luft knapp und wir müssen den finden. Eintritt Schwerelosigkeit. Alter, wie sieht's denn hier aus? Das ist ja nicht schwierig. Ich höre ihn. Oh, das ist gemein. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Dieses Kreisding war... Hier spricht Tempo. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suche. Ah ja, ich kann's mit F abbrechen. Dieser Haufen Scheiße. Ich weiß, wie es funktioniert. Dieses Teil macht das ganze Zeug, also das Metall, wo man drauf steht, elektrisch. Und wenn ich slowe, dann ist es vorbei mit elektrisieren. Aber ich muss erst mal gucken, wie ich hin will. Wo bin ich denn überhaupt hin? Will ich da hin? Ich glaube, da will ich hin. Okay, pass auf. Nicht getroffen. Super. So. Okay. Warum? Okay, dann eben nicht dahin. Wahrscheinlich muss ich erst da rauf und dahin. Richtig? Richtig? Los! Schauen, springen! Weg! Okay, ich glaube, das war richtig. Wo? Wo? Da! Da! Fuck you! Hast du irgendwelche Chemie? Oh ja, hast du. Credits. Hier auch nochmal Credits. Und jetzt müssten wir eigentlich schon fast da sein. Ich höre ihn ja schon. Yee! Okay.
Hi. Das war der letzte. Okay. Das war die letzte, Isaac. Ja. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoff-Recycling neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du das Lebensmittel. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. So, so. Völlig unmöglich. Nichts ist unmöglich. Das kannst du mir glauben, Mädel. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Bin ich nicht da? Ja, da kann ich nicht. Oh, ausschalten. Cool. Yeah, ich kann das ausschalten. Das ist geil. Hui. Okay, ich glaube, wir sind fertig hier. Ende der Schwerelosigkeit. Nochmal auftanken. Jo. Alles super. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Und ich hoffe, alles ist schön, alles ist gut. Nichts tut mir mehr weh. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Hey. Ich dachte Gott. Okay. Hello. Erstmal safen. Wir werden dann hinten nochmal safen. Und bevor wir, oder besser gesagt, wir machen dann den nächsten Part weiter, da wo es dann weitergeht. Wahrscheinlich durch dieses große Tor. Und ja. Dann wird es dahin weitergehen, weil wir haben dann ja alles fertig gesäubert. Und ja, könnt ihr mal gespannt sein. Ja, mache ich gleich. Was da passiert? Und hier ist die Kiste, die ich weggesprengt habe. Credits. Ein Eck. Oh mein Gott. Ich finde euch auch super, Leute. Ich finde euch auch super. Ganz im Ernst, ich finde euch super. Ihr seid geil, ich liebe euch. Ich liebe euch. Der lebt ja noch! Du Arschgesicht! Stellt er sich eiskalt tot, Alter. Stellt er sich einfach tot. Unter den ganzen Massen. Was ein Arschgesicht. Was ein blöder Wichser. Was ein Scheiß. Ja, ich, genau. So beugst du den Kopf. Genau. So, wir sind hier fertig. Rausch hier, rausch! Isaac, wo bist du? Hilf mir! Das war anscheinend seine Frage. Miau. Okay, ich geh nochmal shoppen. Bereite mich für die nächste Aufnahme schon mal vor. Aber so, dass ich mitkriege. Wow, wir haben echt viel bekommen, mal hier. Das kann man kaufen. 3000 Credits. Ich nehm's an. Boah, wie viel? 6000 Credits. Ich glaube, kauft uns erstmal ein paar Energie. Oh, geil. Die 10.000 nehme ich mir noch mal auf. 7 Knoten, Alter. Oh, 7 Knoten. Jetzt will ich eine Werkstatt, Digga. Jetzt will ich eine Werkstatt. Gut, dann schauen wir, was passiert. Wir drücken auf Aktivieren. Dann speichern wir. Dann sind sämtliche wir Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Alles wieder gut. Nichts passiert. Okay, Luft aktivieren. Okay. Gut, mehr ist nicht passiert, wir können jetzt da vorne rein und ich würde sagen, das tun wir auch nächstes Mal und schauen, was uns erwartet. Ich bin euer Rico DP, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Lasst ein Abo, ein Like und Kommentar da, würde mich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.